Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute geht es um einen Rampart-Buff in naher Zukunft, der echt massiv sein wird. Es gibt einen Walk-Nerf schon in den nächsten Tagen. Ich kann euch auch genau sagen, wie der aussieht. Und es gibt gerade einen belastenden Arena-Bug. Ich möchte euch gleich noch die wichtigsten Patch-Notes vom letzten Patch, der vor zwei Tagen rausgekommen ist, mit auf den Weg geben. Die meisten kennt ihr sicherlich schon. Und ich möchte all denjenigen, die das noch nicht wissen, nochmal in privater Hinsicht auf mich nahelegen, warum ich es in naher Zukunft oder in den nächsten Wochen und Monaten nicht schaffe, vielleicht jeden Tag tagesaktuell die News rauszuhauen. Die meisten von euch wissen es, ich bin seit ungefähr anderthalb Wochen Papa. Meine kleine Familie ist jetzt schon früher zu Hause als erwartet. Und da sind natürlich die Prioritäten ein großes Stück weit verschoben. Und ich schaffe es natürlich nicht immer tagesaktuell die News rauszuhauen. Ich versuche natürlich ein, zwei Tage später spätestens die News noch rauszuhauen, auch wenn das dann vielleicht für die meisten von euch keinen Sinn mehr macht. Ich versuche es trotzdem irgendwo. Jetzt habe ich aber noch ein bisschen was Neues, was ich heute erst erfahren habe. Ich reiße vorher aber nur so ein Stück vom letzten Patch die wichtigsten Änderungen an, dass alle, die jetzt noch nicht das wissen sollten, auf dem neuesten Stand sind. Wir fangen an, wie gesagt, mit dem letzten Patch. Der war, glaube ich, um die 200 MB groß. Genau weiß ich es noch nicht. Und keine Sorge über den Husten. Das ist bei mir zurzeit chronisch, weil da viele immer schreiben, du hörst dich krank und so weiter. Wir fangen an. Der letzte Patch hat endlich die Bestrafung für chronische Leber im Arena-Modus gebracht. Und da komme ich gleich noch zu einem Punkt. Es gibt gerade einen richtig nervigen Bug in Verbindung mit diesen Bestrafungen. Die Bestrafung setzt aber nur ein, wenn ihr im Arena-Modus startet und ihr seid zu dritt. Wenn dann jemand lief, bekommt derjenige die Strafe. Startet ihr aber schon von Haus aus zu zweit, weil das Spot nicht aufgefüllt wird, könntet ihr theoretisch das Match leaven, weil ihr sagt, das macht sowieso keinen Sinn. Dann solltet ihr normalerweise keine Bestrafung bekommen. Dann wurde die Auffindbarkeit von blauen Rüstungen angehoben. Da gab es Probleme mit dem Patch von Season 9, weil wir ja jetzt mit einem weißen Evo-Schild schon starten. Und die Auffindbarkeit von weißen Schildern sollte ja um 33% reduziert sein. Da ist sich irgendwas ein bisschen in die Quere gekommen und jetzt wurde das gepatcht und die blauen Rüstungen werden wieder öfter gefunden. Warg ist wieder im Schießstand wählbar. Wer das nicht weiß, da gab es einen Bug. Da konnten sich viele, viele Spieler auf dem Schießstand künstlich ihre Kills und ihren Damage nach oben pushen, sodass das für den Damage-Tracker und den Kill-Tracker gezählt hat. Deswegen war sie jetzt so lange nicht wählbar. Und die Watson-Zäune, die funktionieren jetzt wieder einwandfrei. Da hat irgendwas mit dem Slow-Effekt nicht so richtig hingehauen. Das soll jetzt auch wieder funktionieren. Das sind die wichtigsten Sachen. Es gibt noch ein paar Bugfixes, auf die gehe ich nicht weiter ein. Lohnt sich auch nicht wirklich. Und ich gehe jetzt auf die interessanten Sachen ein, die jetzt relativ neu sind. Wir fangen erstmal mit dem Rampart-Buff an. Man vermutet, es ist nicht bestätigt, es gibt jetzt aber mehrere Bilder. Es kommen jetzt demnächst auch irgendwelche Comics raus. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie diese Comic-Serie heißen soll, aber es kursieren viele, viele Bilder von Rampart. Was heißt viele, viele? Ich habe jetzt zwei, drei verschiedene Bilder gesehen und von zwei verschiedenen Quellen auch gesehen, dass die das vermuten, dass ab Season 10 ein richtig fetter Buff für Rampart kommt. Und zwar, dass sie entweder Sheila nicht mehr nur aufbaut, vielleicht entfällt das komplett, oder sie kann sie aufbauen oder eben in der Hand tragen, kann damit rumlaufen, wie mit so einer Gatling. Sie wird natürlich dann extrem langsam nur vorankommen, nehme ich mal an. Aber man geht davon aus, dass sie in Season 10 tatsächlich mit Sheila mobil sein wird. Und das macht natürlich Rampart um einiges effektiver. Sorry, der Husten will einfach nicht weggehen. Also stört euch hoffentlich nicht daran. Ein Borgnorf kommt und er kommt schon am 27. Mai, also in den nächsten Tagen. Und das ist ein Nerf, den ich absolut nachvollziehen kann. Und der ist auch absolut gerechtfertigt. Gerade in der kleinsten Zone kann man damit die Leute extremst verarschen. Und zwar geht es darum, dass wenn wir in die Luft schweben und dann unsere taktische Fähigkeit einsetzen wollen und halten die gedrückt und schießen unsere Missiles nicht ab, dann schweben wir gefühlt unendlich lang in der Luft und dem wird jetzt ein Spritverbrauchsgedöns hinzugefügt, sodass man mehr Sprit verbraucht und nicht ewig lang oben in der Luft schweben kann und so vielleicht Gegner spotten kann oder eben
ja, wie in der letzten Zone gibt es einige Videos von, wo nur noch einer übrig ist, dann schwebt er da über der letzten Zone, die letzten befeiten sich und wenn dann das eine Squad tot ist, lässt er sich runterfallen und knallt noch schnell die anderen weg. Da gibt es die kuriosesten Geschichten, ist auf jeden Fall ein wichtiger Nerf. Und jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr belastenden Arena-Bug. Ach so, übrigens, die Arena-Bestrafungen, das habe ich ganz vergessen, die sollen so funktionieren wie im Ranked-Modus. Du kriegst um die 10 Minuten Bestrafung, wenn du eben liefst, was völlig richtig ist. Ob sich das deckt, wenn du das zu oft machst, dass du vielleicht einmal eine halbe Stunde, eine Stunde oder noch mehr, das weiß ich nicht. Ich weiß auch aktuell gar nicht, ob das im Ranked immer noch so ist. Früher war es so, je öfter du gelieft bist, desto länger war deine Penalty. Und dann, wenn du Pech hast, konntest du mehrere Tage oder Wochen tatsächlich sogar nicht zocken. Das ist auf jeden Fall sehr heftig. Und der Arena-Bug, wie genau der provoziert wird, kann ich noch nicht sagen. Wie lange das dann ist. Aber es bekommen Leute unberechtigt eine Penalty-Strafe im Arena-Modus. Ihr spielt ganz normal und dann ist entweder das Match zu Ende oder vielleicht fliegt ihr sogar raus. Und dann habt ihr auf einmal eine 10 Minuten Zeitstrafe. Wie genau das provoziert wird, kann ich aktuell noch nicht sagen. Der Post ist von gestern. Ich kenne das nur, dass es das Problem aktuell auch im Ranked-Modus gibt. Mein Stammmate Schweini und ich, wir haben jetzt in letzter Zeit öfter Ranked gespielt und ab und zu fliegt er raus, ist aber noch in Game. Es gibt keine Deathbox, sondern der Charakter steht noch auf der Map, obwohl der Spieler selber in der Lobby ist und nicht mehr ins Spiel zurückkommt. Und das zählt wahrscheinlich nicht als ich bin aus dem Spiel geflogen und wenn die Runde dann vorbei ist, bekommst du auf einmal eine Penalty-Strafe. Das ist eine ziemlich belastende Sache und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht in Verbindung damit funktioniert. Wenn das jemand schon durch hat, so eine Bestrafung, obwohl ein Match vielleicht ganz normal herkömmlich zu Ende gegangen ist, lasst mich das mal wissen. Wie gesagt, die eigentlichen Bestrafungen nur, wenn ihr mindestens, also wenn das Squad voll ist, und dann jemand lief. Dann soll es normalerweise herkömmlich nur diese Bestrafungen geben. Das soll es von dem kurzen News-Update schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, ihr lasst mir einen Daumen nach oben da. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Und ich betone nochmal, ich versuche natürlich mein Bestmöglichstes, euch schnell auf dem Laufenden zu halten. Wie gesagt, Prioritäten sollten selbstverständlich aber jetzt ganz anders bei mir gesteckt werden oder gesteckt sein. Das, denke ich, werdet ihr alle verstehen. Das war es jetzt von mir. Bleibt gesund, haut rein, ciao.